aus meiner Reihe Test und Review, und zwar die Darts von Scott Waits in der Conversion Edition. Die habe ich vom Dartshop Michel bekommen, vielen Dank dafür. Wir packen die natürlich aus. Conversion Edition heißt, du kannst sie als Steel Darts oder als auch Soft Darts spielen. Ist natürlich für die Leute interessant, die auch beides tatsächlich praktizieren. Und jetzt packen wir die Darts aus, gucken die uns genau an, schauen, was im Lieferumfang dabei ist. Werfen sie mal aufs Board, sowohl aufs Steel Dart Board als auch aufs E-Dart Board. Dann gibt es natürlich mein Resümee zu den Scott Waits Darts. Scott Waits ist sozusagen halb Profi, ja, hat im Moment keine Tourcard, hatte aber schon zweimal die Tourcard und ja, zweifacher BDO-Weltmeister, das vielleicht sogar vorne weggestellt. Letztes Jahr hat er bei der German Darts Championship, bei der European Tour mal wieder einen neuen Darter geworfen, ist ihm schon mal, glaube ich, 2021 oder so geglückt. Da steht jetzt dabei 20 Gramm Soft-Tip. Barrel 18 Gramm, ja, und dann als Steel Dart, ja, weiß ich nicht genau, mit der Steel Dart Spitze vielleicht 19 Gramm, steht es da hinten nochmal drauf, ja, Steel Tip 19 Gramm, Soft Tip 20 Gramm, Barrel 18 Gramm, so soll es auf jeden Fall sein. Es sind 6, ja, Soft Spitzen dabei von Winmo, dann ist, ja, die Prism Shafts sind dabei und Standard Flights. Schwarz beschichtet ist das Barrel. Es ist ein Brass Dart, also ein Messing Dart. Und steht ja auch hier. Da bin ich jetzt anderer Meinung wie einige meiner Kollegen. Also ich habe nichts per se gegen Brass Darts, wenn sie gut gemacht sind, wenn der Grip passt, wenn sie beschichtet sind und dann eben nicht so anlaufen und gut aussehen, vom Gewicht her passen. Warum dann nicht Brass Darts? Jetzt holen wir sie erstmal aus der Packung raus. Macht man jetzt oben oder unten auf? Unten ist zugeklebt, machen wir es mal oben auf. Two-in-one Steel and Soft Tip steht da, ja. Genau. Scotty Too Hotty übrigens, da oben ist das Logo. Too Hotty. Scotty Too Hotty ist der Spielername von Scott Waits. Das vielleicht noch, also, der ist ein bisschen zu heiß. Oh, und es sind sogar zwei Sätze Flights dabei, Prism Alpha Flights hier in einem schönen orange-schwarz-silbernen Design, glänzt hier sogar ein bisschen und dann haben wir noch so ein paar Dimple Flights, die haben so eine ja, Struktur wie so ein Golfball und da ist auch nochmal das Scotty Too Hotty Logo drauf, eigentlich geil, ne? Das finde ich schon mal klasse, dass da ein bisschen mehr Zubehör mit dabei ist. Dann haben wir die Prism Alpha Shafts, die sind hier drin, 3 Stück. Und 6 Spitzen, Softspitzen und die Steel Tips, die werden wahrscheinlich schon drauf sein auf dem Barrel. Holen wir das mal raus, gucken wir uns das mal genau an. Ja, orange, schwarz. Da ist auch schon ein bisschen, entweder geht da das Coating ab oder da lag ein bisschen was drin. Ich sehe jetzt nichts, was da abgeplatzt wäre, aber ihr seht an meinem Finger, da ist so ein bisschen schwarzes, aber auch weißes. Das ist vielleicht auch vom Karton. Kann das nicht sagen, ist zumindest sieht es gut aus. Da in dem orangenen Gripring ist schon ein bisschen was weg. Winmo-Logo ist natürlich drauf. Grip her müssen wir schauen. Barrel ist vorne ein bisschen zuläufig. Also Torpedo wahrscheinlich. Hinten wird es nämlich auch wieder dünner und in der Mitte die dickste Stelle. Das müssen wir natürlich alles mal durchmessen. Ja, die Spitzen sind schon drauf, sind halt Schraubspitzen, schwarz beschichtet auch. Es ist leider kein Gummi hier dabei. Da kann ich aber auf jeden Fall noch einen drauf machen, weil sonst schraubt sich die Spitze los. Das wollen wir ja nicht. Komplett zusammengebaut sieht er jetzt so aus. Ja, bei den Prism Alpha Shafts hier, da würde ich auf jeden Fall den Ring ersetzen. Da würde ich einen 3 fachen Spiralring dran machen. Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Da sind ja auch noch mal die längeren Schäfte dabei. Jetzt ja, messen wir das Ganze mal durch noch. Gucken wir mal, was das für Längen sind, die da dabei sind. Auf jeden Fall hat man ein bisschen mehr Material dabei, wie so bei manch anderem Dartset.
Das sind 48er Schäfte. Die kürzeren, die dabei sind, die sind 35. Die Spitzen, die da dabei sind, die gucken wir uns auch mal noch an. Da muss ich mal recherchieren, ob das eine bestimmte Winmow-Marke ist. Das sind die Triton-Spitzen. Von der Länge her. mm. Schauen wir noch, was der Barrel-Durchmesser macht. 7,8 mm. An der breitesten Stelle hinten natürlich dann 5,9, 5,7. Und auch vorne läuft es auf 5,7 raus, weil das so das Ende von einem 2BA-Gewinde-Schraubdings immer ist. Als Stildart gewogen 19,36 Gramm. Ich mache mal die anderen beiden auch noch schnell drauf. 19,42 und den dritten 19,32, also innerhalb von 0,1 Gramm. Das sieht gut aus. Barrel alleine, das wiege ich jetzt nur einmal. Ah, der geht gar nicht auf, guck. Ah, einen habe ich denn doch. Der da, der ging auf. Barrel alleine sollte 18 Gramm sein. Gucken wir mal, was der hat. 18,30, sieht auch gut aus. Und als Softdart gewogen, jetzt machen wir natürlich einen Softdart. Setup, da wiegt man ja den Schaft mit. Da hieß es 20 Gramm, ich habe jetzt den langen erwischt. Noch ein Flight drauf. Ist die Frage, wie man das jetzt wieder wiegt am besten. So, dass nichts auf dem Boden liegt. Jawohl. 20,28. Das passt auf jeden Fall von den Angaben her. Stildart, Softdart, ausprobieren, feuerfrei. Oh, die ersten zwei waren schön. Weit weg, aber der dritte hat gleich gepasst. Forevermore anger aus der EP Straight to Hell. Sehr gut damit zurechtgekommen. Gerade beim E-Dart hat es gut funktioniert, muss ich sagen. Vom Grip-Level her, den schauen wir uns jetzt gleich auch nochmal genau an, würde ich sagen 1,5 von 5. Wie der genau aufgebaut ist, gucken wir jetzt. Also von vorne her haben wir erstmal eine Barrel Nose, die konisch zuläuft. Auch das wird hier noch ein bisschen breiter. Da haben wir 1, 2, 3, 4 breite Gripringe. Dann haben wir ja ein bisschen schmaler noch zwei, die so eine neutrale Gripzone, die gut ist zum Orientieren mit der Hand, da einschließen. Die sind orange eingefärbt, sind auch nicht ganz so tief. Würde ich auch eher als Zierringe bezeichnen,
als Gripringe. Dann haben wir hier nochmal 1, 2, 3, 4. Ja, nochmal 4 breite Gripringe. Beziehungsweise, wenn man die Vertiefungen zählt, dann wären es halt eben 5. Und hinten nochmal 3 Zierringe, die dann beim konischen Zusammenlauf Richtung Schaft auch das nochmal optisch ein bisschen verfeinern. 1,5 von 5 habe ich gesagt. Ich zeige euch mal, wie ich den Dart gehalten habe. Ich habe ihn hier hinten angefasst. Den Daumen hatte ich hier am Übergang zur neutralen Gripzone, den Mittelfinger dann am anderen Übergang und den Ringfinger vorne am Übergang zur Barrel Nose. Als Grip habe ich vor allem halt hier den hinteren Bereich genutzt. Und wenn ihr es gesehen habt, habe ich während der Steel Dart Übung auch die Schäfte gewechselt. Denn ich habe zuerst mit den langen Schäften, also mit Medium Schäften gespielt und da war mir der Dart etwas zu hecklastig und deshalb habe ich dann die kürzeren drauf gemacht. Sind ja zwei verschiedene Längen dabei, da könnt ihr dann ausprobieren, was euch besser liegt. Wie gesagt, bei mir war eben der kürzere Schaft die bessere Wahl und bei euch kann es vielleicht auch anders sein. Das ist schön, dass da mehr Material mit dabei ist. Auch die Dimple Flights könnt ihr mal ausprobieren, habt ihr da auch noch was zum Probieren mit dabei. Als Fazit würde ich sagen, verarbeitet sind sie wirklich gut. Es ist auch bei den Dreien hier nichts abgeplatzt vom Coating oder von der Beschichtung. Dreiviertel Stunde habe ich jetzt circa damit gespielt. Steel Dart als auch E-Dart und da fallen sie auch öfter mal zu Boden. Habt ihr auch in meinem Zusammenschnitt gesehen. Im E-Dart lief es besonders gut, meiner Meinung nach. Hab das Finish dann schön noch korrigiert und zusammengebaut, dass ich dann doch ja, recht zügig fertig war mit den 301. Das war das erste und einzige Leck, was ich damit gespielt habe. Vorher habe ich nur so ein paar Übungen gemacht. Per se möchte ich nicht unbedingt widersprechen, Brass Darts zu kaufen. Klar, sie sind natürlich dicker, aber es gibt da Leute, die mögen gern dicke Darts und vielleicht trotzdem nicht so schwere. Gerade im E-Dart-Bereich, wenn ich ein dickes Dart-Barrel haben möchte, aber natürlich trotzdem E-Dart damit spielen dürfen möchte, weil da sind ja 20 Gramm die Obergrenze, dann lohnt es sich manchmal schon zu einem Brass Dart zu greifen, weil man da einfach ein bisschen mehr Material hat, wenn die gut beschichtet sind und dann sollte das auch in Ordnung sein. Diese Darts von Scott Waits, die mit ihm zusammen von Winmo entwickelt wurden, die könnt ihr natürlich auch kaufen und zwar beim Dartshop Michel und mit dem Code Wetzler-Waits gibt es auch nochmal 5% Rabatt. Den Link habe ich euch in die Videobeschreibung reingemacht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Trainieren, beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Good Darts!